So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 5. Im letzten Part waren wir natürlich mal wieder im Schloss und haben gegen ziemlich starke Gegner teilweise gekämpft und ich habe ein bisschen verkackt und so, aber im Endeffekt habe ich dann noch ein bisschen was erreicht und wir sind jetzt erstmal wieder in der realen Welt und ja, mal gucken, was wir hier so erledigen können. Wir wollen zum Beispiel mal beim Doktor, glaube ich, vorbeigucken, aber ich habe auch erstmal zwei Nachrichten und ich glaube, die fragen mich, ja, was ich so vorhabe. What are you doing right now? And are we going to the palace today? I'm still hanging out in the hallway. Let me know if something comes up. Okay, ja, ich könnte eigentlich was mit ihm machen, ne? Aber zum Palast möchte ich gerade echt noch nicht gehen. Got it. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht zum Palast gehe. Weil wenn noch, dann bin ich ein bisschen angepisst, ganz ehrlich gesagt. Aber ne, er möchte irgendwas anderes halt machen. Das ist ein Viereck oder so. Sup, Toasty? You got any big plans for today? Let's hang out. Dude, we don't have time for that. You know, we're gonna get expelled, right? Calm down, Ryuji. I guess you're right. Freaking out's just gonna make things worse. Oh, I'm gonna be doing some training today. You wanna come with? I'd probably just slack off by myself. I mean, it's better working with a partner, yeah? Ja, ich würde sagen, wir machen mal wieder ein bisschen Training zusammen, ne? It's good to take a break every so often. Do you want to hang out with Ryuji? Yeah, yeah, will ich. Wanna get going? Awesome, man. Get changed and meet me behind the gym. Gut, dann machen wir das mal. Haben wir schon mal gemacht. Und dann kriegen wir auch ein bisschen Guts dazu, ne? Wäre auch ganz gut, glaube ich. Ah, oh, damn it. I want to move better, but I just can't. Oder sagst du das denn selbst? Nö, sagst du nicht. Okay, gut, dass ich vorlese. I was training for Nationals back in the day, but now I totally suck balls. What the hell do you think you're doing? Huh? Whoa. Nakuaka, Takeishi. Running, huh? I saw you from the window. What, are you gonna try to come crawling back to the track team? Hell no. Sure. Speaking of which, this was your secret training spot, wasn't it? Well, it's our spot now. You know us, the former track team. We don't even have a locker room anymore, thanks to someone I know. Want to train with us? Ich glaube, das klappt nicht. Egal. Huh? What the heck is up with this guy? Hold on, aren't you that transfer student? You're really gonna hang around with this loser? You better watch out, he'll hit you the second he gets pissed off. I heard his dad was the same way. Like father, like son, right? No, that's some scary shit. That don't got anything to do with this. Calm down, Ryuji. You're right. Look, back then I don't need to hear your excuses. Everyone was going through the same bullshit with Kamoshida. The beatings, the impossible exercises, but we put up with all of it for the track team. But no, you had to go and fuck all of it up. Man, I was stupid for ever thinking you were my teammate. Ja, und ihr seid Vollidioten, die einfach sich das Zeug von Kamoshida sagen lassen und so. Mal ganz im Ernst. I nearly smacked him when he was talking about my dad. I haven't changed at all. Ach, du hast ein gutes Recht dazu, wütend zu sein wegen sowas. But you know, you actually helped me calm down a little. I'm glad you were here with me. Thanks, man. Kein Problem. I feel like my bond with Ryuji is growing deeper. Oh ja. Und Rank Up. Was bekomme ich jetzt? Follow-up. Chance to perform a follow-up attack if Joker's attack does not down the enemy. Das ist cool. Alright. Sehr schön. Sollte dann noch effizienter im Kampf natürlich sein mit ihm. Let's call it a day. Hey, Nakuaka. Why didn't you kick his ass? What? Is the hell's your problem? Hm? Now they're just arguing with each other. I should stay out of it. Ja, das war ganz schön voll Idioten, ganz ehrlich gesagt. Anyways, nice running with you. Und vergeht der Zeit oder habe ich immer noch Zeit, irgendwas zu erledigen? Ich glaube, ich fahre jetzt nach Hause, ne? Ja, yep, scheint so. Aber ich kann vielleicht noch lernen. Aber heute ist leider nur bewölkt und nicht am Regnen. Naja. You know, the pedal thing sure is impressive. I mean, it only exists because of how effed up Kamoshida is, right? Supposedly. So creepy. Honestly, it's still hard to believe a place like that even exists at all. It don't matter if you believe it or not, though.
This opportunity just kind of fell into our laps. We ain't got a choice but to reach out and grab it. You're right, let's place all our bets, and changing is hard. Hey! Sounds like those two are in high spirits. You know, this is a once in a lifetime opportunity for you two. If you want to overturn your current situation, you can't let this chance go to waste. Hey, you got a minute? Something I wanna ask you. Come here, let's have a chat. Okay, klar, warum nicht? Yo. Hey, you're free tonight, aren't you? Care to have a little chat with me? What, it's just a small talk. This may be a good opportunity to deepen my bond with Sochiro. Ja, tatsächlich ziemlich gut. Yo. Good, there's a lot of things I want to ask you. I'll clean up, so just wait there. Juhu, ich wollte ja schon immer ein bisschen mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihm erzählen, dass ich einen Job habe, wahrscheinlich nicht. Hey, how's school? You're not causing any trouble, are you? I'm not. Good. I've got to report to your probation officer twice a month. It's already a pain in the ass as is, so please don't make me have to write even more crap. Got that? This society is kept in check by laws and authority figures. You can go and get yourself killed if you want, but don't go dragging other people into your mess. The last thing we need is more idiots like you roaming around. Hey, das ist voll gemein von dir. Hmm? What's wrong? Yeah, I'm heading out now. Sorry about that. I know. The usual, right? Okay. I'll see you later. As you can see, I'm pretty damn busy both at work and in my private life. If you could lend a hand, it'd really be a great help. I'd be glad to. Now we're talking. Either way, I won't ask you to work for free. If you agree to help me, then I'll teach you how to make the perfect cup of coffee. Not a bad trade, eh? Das soll die Bezahlung sein. Naja, sounds interesting. Alright. Looks like we got ourselves a deal. The distance between me and Sojiro seems to be closing slightly. Ja, sehr slightly auf jeden Fall. Ja, aber anscheinend reicht ja schon, oder? Für ein komisches Gedöns halt, ne? Wie hieß es nochmal? Confidant Gedöns. You may call yourself a phantom thief, but you're still a minor. Someone had to support you. Furthermore, they did so knowing you were a part of that group. Isn't the owner of that cafe an accomplice of yours? I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the Hierophant persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Okay, was kann ich jetzt mit dir machen, hä? Alright. Gar nichts? Echt jetzt? Das ist enttäuschend. I'll be counting on your help. See you later. Okay, aber hey, immerhin haben wir trotzdem irgendwie mehr oder weniger einen Job bekommen. Auch wenn wir keine richtige Bezahlung dafür bekommen. Aber hey, immerhin. Wir wollen ja auch uns besser mit ihm anfreunden und so. Und heute ist Samstag, also nicht mal Schule. Okay. Wo fährst du hin? Haben wir doch Schule? Am Samstag? Echt jetzt? Wusste ich nicht. I haven't done much of anything. Ah, fuck. It's just a pain to put on makeup and I hate shopping, so I usually end up just lazing about the house. Yeah. Same here. Good thing there's nothing home shopping. There's home shopping, whatever. They always have the best stuff on Sundays. Oh, I know exactly what show you're talking about. Ich kann voll nicht lesen heute. They even sell surgical masks for when you're sick. I'll have to check it out tomorrow. It's so popular, they always sell out of if you don't call the same day. Toll, ich will kein Make-up kaufen. Vielen Dank für das Angebot. Gott. Morning. What up? Phew, made it on time. I gotta keep my strength up for stuff like this, so I was eating breakfast and left the house late. Anyways, I'm full of energy, I hope you'll let me run wild at the palace today. Of course. Yeah. Oh yeah, I got this. I'll see you at the hideout after school then. I'll be waiting with all I got.
We're gonna make a beeline for the treasure. Also haben wir anscheinend echt Samstag Schule. Okay, gut zu wissen. Habe ich letzte Woche noch gar nicht mitbekommen im Spiel, aber hey. Kamoshida-kun was really in his element at the volleyball ready the other day. You kids are lucky to receive direct instruction from a world-famous athlete like him. Sports have been regarded as sacred, things like invigorate people since ancient times. So much so that the emperor himself even participated once. Mishima-kun, do you know the name of the Roman emperor who participated in the Olympics? It's Nero. It's good to throw yourself into your club activities, but you shouldn't sacrifice your studies. Sorry. That said, you don't seem too into sports, Raccoon. Nö, kein Bock auf Sport. What event did Emperor Nero add to the Olympics, so that he could participate? Weiß ich doch nicht. Fuck! Okay, ich glaube, hier muss ich echt passen und ein bisschen raten. Was ergibt davon den Sinn? Ich meine, Kochen und Singen sollte nicht dabei sein. Bodybuilding ist, glaube ich, auch kein Sport, also würde nur Tanzen Sinn ergeben, oder? Ich meine, ich bin jetzt kein Experte für Olympische Spiele, aber ich glaube, die anderen Sachen sind da nicht unbedingt vorhanden. Glaube ich. Wenn es doch Kochen gibt, dann leck mich am Arsch. Incorrect. Echt jetzt? Was denn sonst? Kochen? Fuck, ich hab's weggedrückt. Apparently Nero was tone deaf, but he ended up winning. The Emperor held absolute power after all. Because of these kinds of selfish actions, not to mention a lecherous side, he became known as a despot. Does the teacher mean to pick someone else? There are definitely people who would have gotten that right. Also, echt jetzt? Er hat gesungen? Am Arsch. That said, recently people have begun re-evaluating Nero's reign. Regardless though, he was lacking in sportsmanship. He should have taken a page out of Kamoshida-kun's book. yeah, I'm Arsch. No, don't give us that crap. Kamoshida's a real despot. Toll, ich habe eine Frage verkackt und alle halten mich jetzt für dumm. Nur weil ich nicht weiß, dass irgendein komischer Emperor gesungen hat in Olympischen Spielen. Bullshit. Oh yeah, we said we'd meet at the hideout. Let's go. Okay, let's head there now. Ich wollte noch ein Buch ausleihen eigentlich, aber okay. I'm all set. Let us know if you want to go in there, okay? Yep, ich bin vollkommen bereit. Los geht's. Okay, ich bin wieder auf dem Dach und ja, mal sehen, wie wir hier dran jetzt vorbeikommen sollen. Okay, hier hin. Nein, bitte auf die andere Seite. Danke. Ja, also auf jeden Fall eine Stealth-Section, merkt man schon richtig. Ich meine, sonst wäre ich nicht für Kisten, oder? Kommt schon. Ah Gott, komme ich da irgendwie auch rüber? Ja, komm ich. Okay. Ich versuche mal hier. Kannst du bitte weitergehen? Ich sehe gerade nicht, ob da irgendwelche Gegner auf der anderen Seite sind, verdammt normal. Oh Gott. Da, versteck dich. Okay, da ist auf jeden Fall einer, aber... Wie komme ich daran vorbei, ist die Frage, ne? Also bitte... Oh Gott. Ja, die Steuerung ist hier doch etwas hakelig, muss ich zugeben. Oder ich bin einfach nur bescheuert, das kann auch sein. Also, ich bin nur nicht so sicher, ob es jetzt an mir liegt oder am Spiel. Ja, aber ich will den echt nicht angreifen gerade. Der ist rot. Und rote Gegner waren bis jetzt noch nie gut anzugreifen. Ich glaube, ich gehe jetzt schnell dahin und jetzt schnell dahin. Ja, okay, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber passt schon. Ah, geh da weg! Oh Gott, geh weiter, geh mal weg! Lauf! Ist das voll die dumme Idee? Was, die Tür ist zu? Willst du mich verarschen? Seriously? It ain't opening? The treasure has to be at the top of this tower. Is there any way we can climb up? Ja, super. Komm ich hoch? Ja, gut, dann schnell hoch. Bevor... Scheiß auf die Kiste da unten jetzt gerade. Jetzt mal im Ernst. Wir kommen jetzt hoch. Achso. Okay. Das nehmen wir auch mit. Oh Mann, schön. Danke, dass der genommen aufgehalten wurde vom Spiel selbst. So, kann ich da rüber? Sehr schön. Ich kann aber auch in die andere Richtung, oder? Warte mal, ist da noch was? Ich will ja mal nachgucken. Ja, hier ist was. Oh, ein Helm sogar, oder was? Oder war das ein Item zu verkaufen oder so? Keine Ahnung. Bin mir gar nicht sicher, weil das waren so Goldbarren daneben. Okay, gehen wir weiter. Was ist denn da unten? Jump down. Kann ich da hin? Und nach wo springe ich denn jetzt? Da wollte ich echt nicht hin. Fuck. Geh doch. Oh Gott. Scheiß auf die Prozente gerade. Okay. Ich komme da auf jeden Fall gerade nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, aber.
Und da ist auf jeden Fall irgendwas. Ich weiß nicht was halt, aber irgendwas ist da. Naja, scheiß drauf. Ich hoffe, es ist nicht zu wichtig, weil wenn doch, dann, ja, scheiße halt, ne? Gut, wir kommen zum Turm. Über ein kleines, naja, Jump'n'Run, Anführungszeichen. Ich muss ja nichts machen, außer X drücken. Und auch nicht im richtigen Moment, sondern einfach irgendwann, weil er eh hier dann stehen bleibt sonst. Naja. Okay, weiter nach oben. Gleich sind wir irgendwo angekommen. Dauert dann wahrscheinlich doch gar nicht mehr so lange bis zum Boss, ne? Gehe ich jetzt mal von aus. Und ich weiß nicht, ob ich bereit für den Boss bin, ganz ehrlich gesagt. Aber ich werde es ja gleich mitbekommen. Bald, denke ich mal. Mal sehen, was noch kommt. Auf jeden Fall bin ich jetzt ja noch nicht da. Noch nicht direkt halt jedenfalls. Okay, runter hier. Okay, hier ist noch eine Vase zu mitnehmen. Okay. Ah, will ich da rein? Ja, ich gehe mal rein. Und mal sehen, was hier auf mich wartet. What the fuck? Wait. What's going on? The distortion is getting stronger. The treasure has got to be nearby. Ich merke schon, was zur Hölle. Okay, ich guck mal kurz auf die Map. Okay, wir haben hier noch ein paar Räume. Da könnte noch ein Safe Room sein, möglicherweise. Also da unten, ne? Und ja, hier ist nochmal ein halber Kreis. Und da ist dann noch ein Kreis. Und da ist noch ein Kreis. Und da ist der Boss. Okay, ich hoffe, bis dahin kommt noch ein Safe Room, weil sonst bin ich echt am Arsch. Ja, ich denke, in diesem Part werden wir nicht mehr dahin kommen, aber im nächsten Part dann möglicherweise. Das ist, doch, zieht sich halt echt alles ziemlich krass in Länge. Ich hoffe, das stört niemanden und wenn doch, dann spult selbst ein bisschen vor, ne? Ich möchte nicht so viel rausschneiden, weil es halt echt schon irgendwie alles cool und so. Momentan jedenfalls noch. Also, ja. Aber hier kann ich nirgendwo irgendwas machen, also gehe ich einfach mal weiter. Obwohl, ich kann hier gar nicht weiter, ne? Ja, dann, ich kann nicht einfach weiter, sondern... Überleg mir, was ich tun könnte, um weiterzukommen. Was damit? Ach, da geht's weiter. Hä? Bin ich bescheuert? Hier geht's lang. Oh Gott. Ja, das sind hübsche Statuen. Als Säulen. Ja. Genau. Ich sehe ein Safe Room. Nö, hier ist ein Fahrstuhl. Hä? Huh? What's this? Ja, ein Fahrstuhl. Oder so. Vielleicht. Aber ja, sehr hübsche Säulen auf jeden Fall. Ich fahr nach unten? Was? Ich will nach oben. Oder ist das jetzt eine Abkürzung? Kann das sein? Nee, das konnte ich mir jetzt gerade vorstellen, dass es eine Abkürzung ist. Ja, mal sehen, wo es hingeht. Wir sind auf jeden Fall wieder weiter unten. Und... Hey, wo are we? Das frage ich mich auch gerade. Ich möchte bitte die Karte öffnen. Wir sind... Fuck. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder weiter unten, ne? Ja, hier will ich aber gar nicht hin. Naja, geht's da irgendwo raus. Da will ich nicht hin. Ich will nach oben wieder. Vielen Dank. Tut mir leid. Das war Zeitverschwendung. Mehr oder weniger. Ja, so lange hat es ja nicht gedauert, ne? Wir fahren wieder hoch. Mit dem hübschen Fahrstuhl, der echt interessante Säulen hat, wie gesagt. Wie kommt man auf so eine Idee, solche Säulen zu erstellen? So als Entwickler. Bitte. Naja. Meinetwegen, ne? Meinetwegen. Okay, hier geht's weiter. Und ich sehe da schon einen Gegner. Okay, hier muss ich mich hinter verstecken auf jeden Fall. Der, nö, Escape. Gut, dann kann ich angreifen. Ich glaube, da dran kommen wir jetzt gerade eh nicht so gut vorbei. Gut, was seid ihr? Neue Gegner auf jeden Fall. Oh, wenn wir gerade mal mit allen anderen mal gucken, die schwach sind. Na, dagegen auf jeden Fall nicht, also normaler Angriff bitte. So, und du findest jetzt heraus, ob die vielleicht gegen Feuer schwach sind. Möglicherweise. Nö, dagegen sind sogar resistent. Wie wär's mit Blitz? Auch nicht. Schade, dann haben wir nichts dabei dafür. Ach ja, dann werden wir die wohl noch nicht mitnehmen können. Zu schade aber auch. Dann kloppen wir es halt einfach kaputt. Weil warum auch nicht? Naja, greif ruhig an. Was soll das mit ihm passiert? Was ist für ein komischer Effekt? Ach, ist er verwirrt? Greift er jetzt andere auch noch an? Oh Gott, fantastisch. Naja, was soll's? Was soll's? Bleibt alle. Gut, dann sollte ich mich erstmal wieder heilen, ein bisschen jetzt gerade. War doch schon etwas, naja, grenzwertig, was ihr Leben jetzt angeht, ne? Finde ich. Ne, ich habe auch komische Definitionen von grenzwertig, ich weiß, ich weiß. Ja doch, sollte ich mal auf jeden Fall machen. Skill! Du hast noch ziemlich viel SP dabei. Dann kannst du mal ganz kurz dafür sorgen, dass alle ein bisschen, naja, wieder ordentlich auf den Beinen stehen hier. Das ist sogar eine Truhe, kann ich mitnehmen? Nein, ich habe keine Dietriche. Wollte ich doch schon längst mal wieder machen. Schade. Dann gehe ich halt weiter. Oh, das ist ein Gegner, verdammt. Fuck. Ja gut, ich denke, ich habe keine Wahl, oder? Oder kann ich noch schnell flüchten? Ich glaube nicht.
Hier ist ein Safe Room. Doch, ich kann flüchten. Sehr schön. Alright, ja, ist ein Safe Room, ich weiß, danke. Ja, wir können hier hin schnell reisen, ich weiß, danke. Gut, dann speichere ich ganz groß, aber wir gehen direkt weiter, würde ich sagen, oder? Ja, tun wir noch. Ein Stückchen auf jeden Fall. So, ich speichere einfach irgendwo. Ja, ich mag es nicht, alles auf demselben Speicherstand zu speichern. So, wir gehen weiter. Und die Treppe da rechts hoch, ne? Ich hoch, ja. Sogar ohne entdeckt zu werden. Kann ich das mitnehmen? Kann ich. Mehr Zeug zu verkaufen anscheinend. Sehr schön. Das auch noch? Ja. Gefällt mir. Gut, wir kommen dem Ziel immer und immer näher. Vielleicht kommt sogar noch ein Safe Room auf dem Weg dahin. Und hier sind jetzt aber nur noch Ärsche. Voll gut. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Seid ihr... Du bist rot? Du bist auch rot. Okay, also euch soll ich vorbei. Also, ja, sieht auch schon wieder wie eine Stealth-Section aus ein bisschen. Gut, schnell dran vorbei. Ah, hier komme ich nicht weiter. Du deckst mich hier oben gerade nicht. Oh Gott, geht weg, geht weg, geht weg und guck mich hin. Was soll machst du gerade? Warum bist du weg? Guck mich nicht an. Guck mich nicht an. Danke. Warum ist da eine Gegner verschwunden einfach? Ich bin gerade verwirrt. Egal, ich gehe schnell hoch. Und auch rot. Okay. Treasure chest spotted. Let's open. Ja, was? Wo? Was? 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 Geh weg. Wo ist hier eine Schatzruhe? Achso, direkt neben mir, ne? Ja, kannst du bitte aufhören, dich zu. Danke. Ah, den kann ich sogar mitnehmen. Fantastisch. Wird auch mal wieder Zeit. Okay, relax, Jail. Wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Okay, da kann ich auf jeden Fall hin. Hallo, bitte. Ich wollte eigentlich hier zu lang sneaken, aber das willst du nicht, ne? Ich merke schon. Was? Was ist los? Ich hab mich zugehört. Egal, wird wohl nicht so wichtig gewesen sein, oder? Bestimmt nicht. Okay, wieder alle rot hier. Gut, dann warte ich mal ganz kurz. Und. Boah, wie soll ich daran vorbeikommen, bitte? An den beiden vor allem. An einem davon okay, aber an beiden? Oh Gott. Okay, ich renne ganz kurz hier wieder lang. Ja, hör auf, mich anzugucken, bitte. Geh nicht in meine Richtung. Okay, dann geh halt wieder weg. Hab ich nichts gegen gerade. So, hier verstecken. Und jetzt was? Jetzt was? Keine Ahnung, Mann. Wohl doch, wenn er jetzt weitergeht, kann ich vorbei, ne? Hier bitte weit. Der dreht sich schon wieder eben. Genau. Oh shit. Bin ich versteckt? Bin ich nicht, ne? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ich sehe nichts. Die Kamera ist ein bisschen beschissen, wenn man sich duckt, finde ich. Muss ich ganz ehrlich zugeben, langsam. Oh Gott, okay. Ich weiß nicht, wie ich daran vorbeikommen soll, ganz ehrlich gesagt. Ah, verdammt. Okay, jetzt kommt er hier lang. Holy shit, warum kommt er hier lang? Das macht natürlich alles ein bisschen einfacher. Dann muss ich hier einfach lang. Ja, geht er immer lang, oder? Bin ich einfach bescheuert vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich warte mal ganz kurz hier. Ich warte ganz kurz. Wenn es da jetzt um die Ecke geht. Was? Warum gehst du hier lang? Holy shit. Geht's bitte nach rechts. Okay. Gut zu wissen. So, renn bitte vorbei. Danke, danke, danke. Geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Schneller. Holy shit. Oh, ich wurde trotzdem entdeckt. Super. Warum bleibst du noch an der Treppe hängen, ey? Aber egal. Ich glaube, die folgen mir hier nicht hin. Komme ich irgendwie nicht durch? Was zur Hölle ist das da schon wieder in der Luft? Das ist schon wieder solche komischen... Ja. Ja, die sind jetzt überall hier. Was ist das? Ich weiß es nicht. Okay, ich muss auch langsam aufpassen, was die Prozentzahlen hier angeht, sonst werde ich gleich rausgekickt irgendwann. Okay, da geht's eh nicht lang. Glaube ich. Oh Gott, was zur Hölle? Oh, that was close. Wait, what is this? That's a classic security measure. A tail might be in danger if we try to force our way through. Oh yeah, same for Panthers. So, what do we do? Now where we're getting through here as is. Nicht? Schade. Hey, what's that? kann ich irgendwas untersuchen oder so? Nö, ne? Nö. Kann ich doch hier lang? Was kann ich hier mitnehmen? Dich. I have something. Okay. Das wird mir aber nicht weiterhelfen, glaube ich gerade. Ah, ne, hier komme ich auch nicht durch. Hä? Warum ist da ein Häkchen? Achso, ich soll hier was dran machen. Hey, yo, you think this controls the swinging things? Möglicherweise. Achso, ja, ich kann das Kind wieder runterziehen. Ja, nö, bringt gar nichts. Schön. I didn't think it would be that easy. We'll probably need some kind of key for it. We gotta look for a key again? What a pain in the ass. Where would it be though? There weren't any suspicious rooms on the way here. Joker. What do you think, Joker? Oh Gott, ja, keine Ahnung. An enemy has to have it, vielleicht? That probably would be the most likely scenario. An enemy? You mean one of them shadows that roaming around?
Dude, how many of them do you think there are? We can't beat the crap out of all of them. The key is for this tower, so it would have to be one of the shadows around here. On top of that, it would have to be a relatively high-ranking one. Yes! Then we just need to look for shadows like that and defeat them. That's Let's do this, Joker. We need to find the shadow with the key. Super. Dann werden wir wohl wieder runtergehen müssen und einen von den Starken, die ich gerade umgangen habe, töten. Super. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, an denen vorbeizukommen, okay? Und jetzt das einfach. Gut, gut, gut. Die sind aber rot, ist halt das Problem. Also könnte es echt problematisch werden, tatsächlich. Okay. Ich warte, bis er sich... Oh, oder? Ich komme hier einfach hinter, ne? Komm schon, komm näher, komm näher, komm näher. Und Ambush. Oh, komm, es klappt. Ich hoffe, es könnte aber doch relativ problematisch werden, tatsächlich. Oh, einer von euch. Okay, den kriege ich hin. Es wird nervig, aber ich kriege es hin. Du hast gegen gar nichts natürlich, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich kann einfach nachgucken, aber es wäre zu einfach. Nö. Ja, ich habe aber auch das Messer noch nicht kontrolliert. Also eigentlich habe ich gar nichts kontrolliert, außer physisch. Ja, so ein Scheiß. Egal, einfach drauf da. Vielleicht lädt er wieder einen Angriff auf, ne? Aber bis dahin jetzt mal ein bisschen Schaden machen, solange es geht. So. Das war schon mal zur Hälfte mit dir. Was zur Hölle? Das ist unfair. Ohne Witz. Okay, ich muss mal ganz kurz mich heilen. Sonst wird es hier gleich nichts. Aber hör auf damit! What the fuck? Das ist unfair, sowas. Das kannst du doch nicht bringen. Ohne Witz. Der ist noch mal ein ganzes Stückchen stärker als er jetzt. Und ich werde einfach sterben. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Ich werde einfach sterben. Ja, was mache ich jetzt? Ich nehme ein Item, würde ich sagen, ne? Ein starkes am besten zu heilen. Das ist das Einzige, was ich gerade noch machen kann. Das ist doch. Das kann doch nicht sein, dass er so stark ist gerade. Ja, dann 50. Reicht das? Reicht doch nicht, oder? Ja, ich werde trotzdem sterben, wenn er mich jetzt angreift. Toll. Das pisst mich jetzt gerade schon ein bisschen an, muss ich zugeben. Gut, und was macht er jetzt? Jetzt wird er uns trotzdem töten, oder was? Keine Ahnung, ich greife jetzt einfach ran. Ja, toll, jetzt werden alle sterben, ha? Huh? Alter, leck mich doch am Arsch. What the fuck? Okay. 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 Ich würde sagen, okay. 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 So, the game okay. is over. What a truly foolish end. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll mit meinem Leben. Oh Gott. Warum passiert sowas? Das kann doch nicht sein. Ja. Hm. Wie lange ist der Part? Ich glaube, ich mache gerade Pause. Gute Nacht, Leute. Ich mache das beim nächsten Mal. Vielleicht level ich bis dahin noch ein bisschen in diesem Dungeon. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Ich habe ja Zeit an sich. Und dann kann ich einfach ein bisschen hin und her leveln bei den schwächeren Gegnern. Und dann gehen wir da weiter. Wie wär's damit? Gute Idee. Dann bis zum nächsten Mal und dann besiegen wir den. Bis dann. Ciao.